Ja, ich wollte eigentlich eine Pause machen, aber nee. Ein Part nehme ich noch auf. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel dauert. Insgesamt. 5 Stunden? 6 Stunden? 7 Stunden? 8 Stunden? Also, ja. Ich versuche das Level hier gut zu überstehen. Weiß nicht, wo der Kristall ist. Wie habe ich den denn übersehen? Wie passiert sowas? Da ist der Kristall. Hä? Wie bin ich denn an den vorbeigerannt? Oder gab es den nur jetzt im linken Weg? Im rechten quasi nicht. Kann das sein? Hier ist bestimmt der. Ja, ist es. Es war bestimmt so. Ah, dafür gibt es hier Bonuslevel. Möglichst unbeschadet hier rauskommen. Acht Leben ist echt ein guter Run. Schwierige Teil kommt bestimmt noch. Ich mag das übrigens nicht, dass hier so die Perspektive gewechselt wird und dann das so langsam wieder zurückdreht. Das ist mir irgendwie zu blöd. So, unser fünfter Kristall. Ich werde dann auch erstmal Pause machen. Habe ich nicht alle Kristalle? Was? Erstmal speichern. 10%. Oh shit!
Zum Glück haben wir ein Autosave. Oh Mann, ey, das ist... Richtig behindert. Oh, ich muss eigentlich auch schon wieder duschen. Es ist so warm, ey. Also hier Kristall, hier Kristall, hier Kristall, Kristall, hier Kristall. Aber was ist denn hiermit? Wie Crash Dash? Was ist denn mit Crash Dash? Ich hab doch 5. Es kam auch keine Zwischensequenz. Gehen wir hier wieder raus oder wie? Ripperu. Ach, ist ein Boss. Ach so, der. Ich verstehe. Sollte ich den aufhalten oder wie? Oh, ist das... Kacke. Das Ding ist... Das dauert auch noch voll lange. Dieser Bossfight
weil jede Phase hier so lange dauert. Endlich. Professor pulverisiert. Okay, jetzt haben wir die 5 Kristalle und den Boss. Haben ein bisschen Leben gelassen dafür. Verstehe ich nicht. Den haben wir doch schon besiegt jetzt. Oder wie? Ripperu. Hab ich doch schon jetzt. Ich gehe hier wieder raus. Das ist ja behindert. Irgendwie kamen die Zwischensequenzen nicht, oder was? Buggy? Der sollte sich doch melden, wenn wir alle 5 Kristalle haben. Also hier haben wir den, hier haben wir den, hier haben wir den, hier haben wir den. Ich hab doch alles. Verstehe ich nicht. Ich lade das einfach nochmal. Ich verstehe nicht, wo das Problem jetzt ist. Ich muss jetzt irgendwie den Boss nochmal machen? Hä?
Ach, ich hab... Ich hab einen anderen Spielstand. Ich hab einen anderen Spielstand geladen, wo ich den Boss noch nicht besiegt habe. Geil. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also das stört mich jetzt ein bisschen. Das stört auch den Spielflow. Und ich muss den Boss nochmal machen, weil ich behindert bin. Oh. Das nervt mich echt. Übel. Immerhin habe ich 8 Leben. Immerhin habe ich dadurch 5 Leben dazu bekommen. So gesehen. Das ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, Glück im Unglück. Also, cool, cool, cool. Aber wieso? Was ist jetzt? Was ist jetzt Sache? Wie komme ich denn jetzt weiter? Und wie... Ah, Turtle Woods? Wieso ist das einzige rot? Oder habe ich hier kein Kristall, hä? Ich verstehe es nicht. Geh jetzt nochmal an dieser einen Stelle nach rechts. Nee, hä? Das ist hier wieder... Hä? Ich verstehe es wieder nicht so ganz. Aber nicht so schlimm. Außer, dass die PS4 echt extremst laut wird. Was ist denn los? Ist es wegen dem Regen? Ach du Kacke, wird die laut. Aber heute nehme ich ja eh nicht mehr auf. Das war mein... Das hier ist mein letzter Part heute zumindest.
Ich verstehe es echt nicht, was jetzt das Problem ist. Sollte ich das Spiel nochmal neu laden? Weil es, glaube ich, verbuggt jetzt. Der sollte sich doch wieder melden, wenn ich 5 Kristalle habe. Und ich habe schon längst 5 Kristalle. Und wieso leuchtet das rot? Nee, okay, es hat alles seine eigene Farbe, aber... Ich speichere das eben. So, und jetzt... Beende ich das mal. Bevor ich hier weiter rumgammel. Hier, Zeitverplemper. Das nervt mich, ey. Wir hätten schon so weit sein können. Aber nee. Das Spiel muss ja rumspacken, ey. So, im Warp-Raum sind wir. Also wieder zurück. Also noch wäre es verkraftbar, wenn ich neu starten müsste. So, jetzt. Was muss ich machen? Ich verstehe es nicht. Nein! Auch halt dein Maul, ey. Und eindämmen. Crash, bist du das? Ich habe dich schon überall gesucht. Ich habe nicht viel Zeit, dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Cortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, finde... Alles klar. Ein Level machen wir. Ist echt behindert. Dieser Part war nicht produktiv. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, was habe ich da gemacht? Ich habe den Boss zweimal gemacht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie gar nichts gemacht. Ich fühle mich schlecht dadurch. Oh, was? Spawnt er direkt vor mir? Das ist... Das Spiel hat's ein bisschen... Hat was gegen mich.
Oh, Kacke, ey. Oh Gott, alles hat... Immerhin verliere ich hier kein Leben hier unten. Das ist... Nochmal. Es will nicht so ganz. Also mich haben die Aussagen im Internet jetzt noch nicht überzeugt, dass das Spiel irgendwie leichter ist als 1. Kommt mir kein bisschen so vor. Ich find's ehrlich gesagt schwerer. Der Anfang ist auf jeden Fall schon von Anfang an sau schwer oder mittel. Es ist ja alles machbar, so ist ja nicht. Ich stelle mich einfach nur blöd an, aber trotzdem, es ist die in Crash Bandicoot 1 konnte man, weiß ich nicht, die ersten 5, 10 Level, 8 Level, 5 Level vielleicht, ohne Leben zu verlieren, konnte man die machen. Aber hier wird schon schwierig. Ich habe sogar schon tricksen müssen quasi. Aber leider nicht so viel geschafft. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.